Es ist Mittwoch, der 16. Mai 2018. Sie sehen das SKB-Journal im Stadtfernsehen Brandenburg und unter anderem geht es in der Sendung heute um Folgendes. Parkhofbebauung bleibt weiter spannend. Bürgerinitiative will einen Bebauungsplan noch für 2018. Podcast-Interview mit Oberbürgermeister Scheller, Radiogespräch mit dem Stadtchef mal ganz anders. Und Parasiten des Sommers, wie sie auf die Zeckengefahr reagieren können. Ja, liebe Zuschauer, und damit hallo und herzlich willkommen zum aktuellen SKB-Journal. Seit dem Ausgang der Bürgerbefragung im Jahr 2017 vegetiert der Parkhof als Hundewiese vor sich hin. Nichts geht da mehr, die gesamte Stadtentwicklung in diesem Gebiet ist gestoppt. Jetzt traf sich die Bürgerinitiative mit Oberbürgermeister Steffen Scheller. Mit einer Pressemeldung gab die Bürgerinitiative Parkhofgebiet nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von sich. Darin wurde auf ein Treffen mit Oberbürgermeister Steffen Scheller verwiesen. Die BI schreibt darin, dass es Ziel der Verwaltung sei, bis Ende 2018 einen Bebauungsplan für den Parkhof zu erarbeiten. Des Weiteren seien in dem Gespräch mit Scheller auch Fragen zur Verkehrssituation diskutiert worden, teilt die BI mit. Die BI habe für die Kleine Münzenstraße eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 20 Stundenkilometer pro Stunde vorgeschlagen. Die Straße sollte außerdem verkehrsberuhigt werden und die ursprünglichen Einbahnstraßen entfallen. Diese Vorstellungen würden nun von der Verwaltung geprüft, schreibt die BI im Namen ihres Sprechers Boris Angerer. Der Straßenverkehr sollte nach Ansicht der BI zukünftig in und aus dem Stadtteil möglichst zweispurig über die Augustastraße geführt werden. Von einem Parkhaus will die BI bekanntlich nichts wissen. Stattdessen sollte es im ganzen Gebiet nur noch Anwohnerparken geben. Jetzt hofft die BI, eine Mehrheit der Stadtverordneten von ihren Vorstellungen überzeugen zu können. Das dürfte sehr schwierig werden, denn wie der SKB aus den Reihen diverser Fraktionen weiß, plädiert die Mehrheit nicht für einen Park am Parkhof, wie die BI sich das vorstellt, sondern hat ganz andere Vorstellungen. Schließlich soll die Stadt ja weiterentwickelt werden. Mittwoch früh kam es zu einem Stromausfall in der Havelstadt. Betroffen waren alle vier Umspannwerke der STWB, da es in einer EDIS-Leitung zu einer gewaltigen Störung kam. Drei der Umspannwerke erholten sich binnen einer Sekunde, allein das Umspannwerk in Nord fiel fast 30 Minuten lang aus. Das hieß, ein Drittel der Stadt war für fast 30 Minuten ohne Strom. Privathaushalte waren genauso betroffen wie Ampelanlagen, die Polizei kontrollierte alarmgesicherte Gebäude wie Banken. Es kam aber zu keinen größeren Vorfällen. 1920 gab es die erste Radiosendung in Deutschland. Seitdem gab es dann viele Radiosendungen und mit dem Internet kam auch das Internetradio. Und dann im Jahr 2000 gab es die erste abonnierbare Radiosendung, den sogenannten Podcast. Dank der heutigen Technik kann eigentlich jeder einen Podcast aufnehmen. Das dachten sich auch zwei Brandenburger und starteten ihren eigenen lokalen Podcast. Keine Idee, kein Format ist sicher vor Ihnen. Die beiden Räuber Tobias Borchers und Dominik Müller haben sich zusammengetan und eine Räuberbande gegründet, die einen neuen Podcast unters Volk bringt. Wöchentlich gehen die beiden auf Raubzug und lassen ihre Zuhörer daran teilhaben. Stargast in ihrem neuesten Podcast war kein geringerer als unser neuer Oberbürgermeister der Stadt Brandenburg, Steffen Scheller. Ich begrüße recht herzlich aus Brandenburg an der Havel unseren Oberbürgermeister, Entschuldigung, euren Oberbürgermeister, unseren Oberbürgermeister Steffen Scheller. Hallo Herr Scheller. Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass Sie da sind. Ich bin der spezielle Gast. Scheller war sich nicht zu schade und fand die Idee des Podcasts von Anfang an toll. Und schwuppdiwupp sitzen die beiden Räuber Tobi und Dome auch schon im Oberbürgermeisterbüro. Wenn die Leute mich ansprechen, ja warum nicht? Also ich bin wirklich da ein ganz normaler Mensch zum Anfassen und das. Aber nicht, dass die Leute jetzt kommen und die alle 100 Millionen, die diesen Podcast hören und sie anfassen. Ist mir auch schon passiert. Also. Ich habe ihn einfach mal angeschrieben und gefragt. Ich hatte immer schon einen guten Draht zu seiner Vorgängerin und jetzt dachte ich, jetzt möchtest du den Nachfolger auch mal kennenlernen und das ist ja auch wichtig für unsere Stadt. Und auch für den Podcast mal einen Politiker dazu haben. Sonst ist das immer sehr laberababer, was wir machen. Heute haben wir auch mal einen ernsten Kontext. Natürlich waren die Themen im Podcast mit Steffen Scheller eher von politischer Natur, doch auf die teils sehr lockeren Fragen der Moderatoren hatte der Stadtchef immer eine knackige Antwort. Okay, wir spielen das Spiel Ditte oder Ditte. Wir geben zwei Alternativen vor und Sie können eine davon wählen.
SPD oder Grüne? Dann doch eher SPD, ja. Also dit. Nächstes. FKK, ja oder nein? Nein. Für Oberbürgermeister Steffen Scheller war der Besuch von Tobi und Dome augenscheinlich eine nette Abwechslung zum Arbeitsalltag im Rathaus. Und gestohlen haben die beiden Räuber somit nur die wertvolle Zeit unseres Stadtoberhaupts. Wer den ganzen Podcast oder andere Folgen in voller Länge hören will, den Räuber-Podcast findet man über iTunes, Soundcloud, YouTube und auf vielen anderen Plattformen. In diesem Sinne, dann vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Und vielleicht bis zum nächsten Mal im Räuber-Podcast. Danke für die Einladung. Danke. Gerne, gerne. Und ihr habt gehört, unser Oberbürgermeister zum Anpassen und zum Ansprechen. Ich würde es erst mit euch empfehlen, mit Ansprechen. In diesem Sinne, Tschüssikowski. Ciao, macht's gut. Tschüss. Die Temperaturen steigen, das Wetter ist angenehm, da heißt es raus in die Natur. Und was für den Menschen gilt, das gilt auch für das Tier. Nur leider gibt es nicht nur Nutztiere. Ein Plagegeist, der sich jetzt zum Beispiel auch sehr wohl fühlt, ist die Zecke. Wie gefährlich ist sie wirklich und was kann man gegen sie tun? Das zeigen wir jetzt. Zecken. Sie sind nicht nur eine Plage, sondern auch potenzielle Überträger gefährlicher Krankheiten. Viele Menschen haben Angst vor ihnen und sind meist verunsichert, wie gefährlich Zecken wirklich sind. Welche Krankheiten von Zecken genau übertragen werden können, weiß Dr. Hans Kössel. Die Haupterreger, die übertragen werden können, sind die Borrelien und die sogenannte FSME-Erreger. FSME steht für Frühsommer-Meningoenzephalitis, also eine Form, bei der ein Erreger das Gehirn im Prinzip befällt. In der Bundesrepublik besteht grundsätzlich überall ein Risiko, auf Zecken und Krankheitserreger zu treffen. Besonders in Süddeutschland sowie in östlichen Teilen Europas sind die Zecken besonders aktiv. Gerade in dieser Region besteht das zusätzliche Risiko mit der Infizierung des FSME-Erregers. Doch welche Anzeichen und Symptome müssen wirklich ernst genommen werden? Die primären Symptome des Zeckenbisses, wenn die Borrelien auf den Körper übergegangen sind, führen zu einer lokalen Rötung im Bereich des Zeckenbisses in den ersten Tagen bis wenigen Wochen nach dem Zeckenbiss. Man erkennt eine Rötung, die nach außen wie ein Ring sich ausdehnt und innen wieder in der Mitte blass wird. Und das ist der Klassiker sozusagen für eine Zeckenübertragung. Nur in seltenen Fällen kann es durch FSME-Erreger zu schweren Krankheitsverläufen kommen. Das sind neurologische Komplikationen, das sind Gesichtslähmungen oder neurologische Ausfälle jeglicher Art. Es können Hirnnerven betroffen sein und dadurch zu verschiedenen Ausfällen führen. Es können Gelenkbeschwerden auftreten, das ist die zweithäufigste Form. Hier insbesondere Gelenkentzündungen, sehr häufig Kniegelenke, aber auch die Fingergelenke oder andere Gelenke kommen vor. Eine zeitgerechte Impfung gegen FSME ist daher dringend zu empfehlen, wenn Sie vorhaben, sich in diesen Regionen aufzuhalten. Besonders in der Urlaubsplanung sollte dies berücksichtigt werden, denn die dreistufige Schnellimmunisierung benötigt 3 Wochen Vorlaufzeit. Danach hält sie für etwa 3 Jahre. Mit welchen einfachen Vorsichtsmaßnahmen man schon das Festsetzen von Zecken vermeiden kann, sagt uns Apothekerin Antje Prochnow. Also A, sollte man natürlich einfach lange Kleidungsstücke anziehen, also lange Hosen, langärmelige T-Shirts, eventuell auch eine Kopfbedeckung, dass man den Tieren, die man halt von den Büschen, von den Sträuchern, von den Gräsern abstreift, nicht so viel Angriffsfläche bietet. Darüber hinaus gibt es ein breites Angebot von Sprays, auch für die lieben Vierbeiner, die ähnlich wie Mückensprays die Aufnahme von Zecken verringern. Nach dem Aufenthalt im Grünen sollte man unbedingt seinen Körper absuchen. Sollte dabei eine Zecke gefunden werden, reicht oft eine einfache Pinzette oder eine Zeckenkarte für die Entfernung. Doch am Ende besteht kein Grund zur Hysterie, denn insgesamt ist die Wahrscheinlichkeit, infiziert zu werden, gering. Nur in 1% aller Zeckenstiche findet tatsächlich eine Borreliose-Infektion statt. Das liegt meist daran, dass die Erreger erst 18 bis 24 Stunden nach dem Festsetzen der Zecke übertragen werden. Zeit genug also, die Zecke schon vorher loszuwerden. Wir kommen zu den Wetteraussichten mit dem SKB-3-Tagestrend. Der Donnerstag wird sonnig mit 25 Grad, am Freitag werden es 24 Grad mit Wolkenbildung, aber heiter. Und am Samstag wird es genauso mit Maximalwerten von 23 Grad. Und das war's dann auch schon wieder für den Mittwoch aus der SKB-Redaktion. Liebe Zuschauer, ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.